Liebe MOBA-Freunde, ich bin wieder da. Eine kleine, vielleicht auch nicht ganz lange Pause mit Blick auf das letzte Video. Ja, und heute geht's schon weiter. Ja, es kommt eine ganz kleine, würde ich sagen, auch wenn sie vielleicht wieder so um die 10 Minuten dauern wird, Vorstellung einer Log-Neuheit, die auch auf anderen Kanälen schon zu sehen war. Die Pico V211. Und es wird noch eine kleine Reihe an Wagensets zu sehen sein, die auch epochengerecht dahinter gehangen werden und das Ganze ergänzen soll. Also es ist eine Vorstellung sowohl der Lok, wobei ich da auch nicht so stark darauf eingehen werde. Warum, verrate ich dann gleich noch im Video. Und das Wagen, die Wagensets, die werden heute im Blickpunkt sein. Es wird eine ganz kleine Ansage zur Lok geben und eben auch zu den Wagensets. Und dann gibt es ein paar Fahrszenen. Ja, vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Punkte, wie es hier auf diesem Kanal in den nächsten Wochen vielleicht noch weiter gehen kann. Ja, Mitte der Woche plane ich noch eine weitere Log-Neuheit vorzustellen. Schauen wir mal, ob ich das schon bis zum Mittwoch schaffe oder erst am Donnerstag. Am Wochenende wird es dann vielleicht ein paar oder einen ersten Zwischenbericht über meine kleine Bautätigkeit hier in der Anlage geben. Wo stehe ich da jetzt eigentlich und was ist bis Ende des Jahres vielleicht noch möglich? In den letzten 3-4 Wochen habe ich vor allen Dingen an meiner neuen Burg gebastelt. Die werde ich euch dann nächste Woche auch zeigen, soweit sie jetzt gerade dann auch ist. Aber da ist definitiv auch noch einiges dran zu tun. Nun, das soll die kleine Anmoderation gewesen sein. Film ab! Vorgestellt hatte ich diese Diesellokomotive bislang noch nicht. Als sie ankam, ist sie leider relativ schnell defekt gegangen, sodass ich sie nochmal nachordern musste. Und das hat ein klein wenig gedauert. Ja, macht ja nichts. Es gibt ja schon die eine oder andere Vorstellung zu dieser Diesellokomotive vom Pico. Das ist das V100-Modell in der Epoche 4-Version. Ich will jetzt hier auch gar nicht so sehr stark darauf eingehen, wo hier die Stärken oder Schwächen dieser Lok liegen. Ich sage mal gleich vorweg, Schwächen habe ich noch keine entdecken können. Ein absolutes Maximum der Zugkraft ist hier auch noch nicht getestet worden. Ich denke, das ist auch nicht unbedingt immer ganz so relevant, auch wenn es sicherlich ein interessanter Punkt ist. Ihr werdet sie gleich in einem Einsatz sehen mit einem Epoche gemäß passenden Zug, der auch aus ein paar Neuzugängen im Waggonbereich besteht. Ja, wir starten hier mal den Sound und gucken mal, wie er sich so anhört. Das war das Horn. Es dauert allerdings, wenn man die Funktionstaste drückt, bis es auch erklingt. Wir gehen mal zur Glocke über. Ich hebe die Kamera mal an, dann müsste man eigentlich auch im Führerstand schon erkennen können. Ja, genau. Was mich auch begeistert, das ist die Führerpultbeleuchtung. Auch sonst ist die Lokomotive hier doch ganz nett eingerichtet. Wir gehen hier ein bisschen rum. Ja, das ist allerdings auch eine Dauerfunktion, von der ich noch nicht so ganz genau gesehen habe, dass man sie auch abschalten kann. Ist aber auch, denke ich, nicht so tragisch. Da könnte man vielleicht einen klitzekleinen Schwachpunkt entdecken. Aber das ist wirklich nicht so relevant. Die Lok hat eine Vielfalt von Funktionen und bringt sicher auch eine Menge Fahrspaß auf die Anlage. Schauen wir uns mal an, was sie hier so am Haken hat.
Das ist der Behälter Traplani Labs von Märklin. Die Artikelnummer, ich glaube, 46661. Ja, Düster gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Man kann erkennen, ja, ist recht schön bedruckt. Man kann das VW-Zeichen auch deutlich erkennen. Er besteht aus zwei Einheiten, die mit der starren Kupplung verbunden sind. So, jetzt kann man ein Stück weit in der Besonderheit dieses Motors hören. Der ist auch noch dann stark am Aufheulen, wenn er schon wieder im Abschwung ist. Ja, das ist vielleicht auch nicht so prickelnd. Aber gehen wir mal hier weiter mit den Waggons. Das sind die Autotransportwagen Labs, bepackt mit je 8 kleinen PKWs aus dem Hause. Ja, wie sollte es anders sein? VW. Da könnt ihr mich jetzt schlagen oder auch nicht. Ob das jetzt 4629 oder 4639 ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber ich vermute mal, das ist 4629. Gut unterscheiden tun die sich ohnehin nur über die PKW, die oben drauf stehen. Wir rücken mal noch was da vorne. So, die blau-weißen VWs oben drauf, die zeigen dann schon an. Hier haben wir 4639. Ja, und da habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich fand es doch höchst ärgerlich, dass ich beide Wagensets zeitgleich bestellt habe. Beide waren zeitgleich lieferbar, als ich sie bestellt habe. Ich habe aber nur 4629 bekommen und das war im März. Ich habe jetzt bis in diesen November, bis Ende November warten müssen, bis 4639 geliefert wurde, obwohl es in der ganzen Zeit sowohl auf der Märklin-Webseite auf Lieferbar stand, als auch permanent auf der Facebook-Seite von Märklin beworben wurde. Was ist denn da bitte sehr los? Ich habe mir dann ein Wagenset, weil ich nicht länger warten wollte, noch wo nicht bei meinem Händler, sondern im Internet bestellt, da wo es lieferbar war. Und ja, jetzt habe ich eben drei dieser Autotransportwagen-Sets hier im Bestand. Ja, zwei sind sicher auch ein bisschen wenig. Drei machen schon ein bisschen mehr an Zug her, wie man ja hier jetzt auch sehen kann, denke ich. Ich habe auch noch ein paar Fahrszenen gleich für euch mit dabei. So, nochmal kurz vorgezogen, damit ihr noch ein bisschen mehr in Länge sehen könnt. Also, ich denke, das sieht so schon ganz gut aus. Es wird auch noch im nächsten Jahr ein weiterer Transportbehälterwagen hinzukommen. Dann ist dieser Zug noch ein klein wenig länger. Ja, und vielleicht ordere ich auch noch ein viertes Set. Schauen wir mal, damit das Ganze hier noch ein bisschen schmucker aussieht. Ja, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit den Fahrszenen. Thank you.
Wir stellen die Lok mal hier ab und verlöschen den Fahrsound. Also es ging hier nicht darum, die Diesellok von Pico vorzustellen. Ich denke, wenn ich die Märklin V100 erhalten haben werde, die ja jetzt auch vielleicht noch im Dezember ausgeliefert werden wird, dann werde ich ein Vergleichsvideo drehen, ja, bei eins der größeren Art. Dann schaue ich mir mal die V100er von Märklin, Brava, Pico und Rocco an. Und darauf könnt ihr dann auch gespannt sein. Heute ging es vor allen Dingen um den Gesamtzug, wobei sicherlich von diesem VW-Zug auch noch die eine oder andere Epoche 4-Lok mal gespannt werden kann und gespannt werden wird. Und ihr habt auch schon so ein klein wenig sehen können, ist alles noch sehr rudimentär. Mit der Anlagenänderung bin ich die ersten Schritte auf jeden Fall vorangekommen. Sobald es da in der Kurve an der Wand noch ein bisschen anders aussieht, ich warte da aktuell noch auf den Hintergrund, der an die Wand kommen soll, nichts Spektakuläres, auch vor allen Dingen Wolken. Lasst euch überraschen. Und ja, was dann da hinten in die Ecke kommen soll, werdet ihr vielleicht in einer Woche sehen können. Zwischendurch wird es noch eine weitere Neuheiten oder hier ja, bei mir noch eingekommene Lokvorstellung geben. Das wird auch noch, denke ich, Mitte der Woche der Fall sein. Für heute soll es das jetzt mit diesem Video gewesen sein. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie es jetzt aktuell auf meiner Anlage so aussieht. Also wie gesagt, außer dass ich jetzt nach knapp 10 Wochen endlich wieder von oben bis unten fahrfähig bin, was bei dem Unbau bedingt hier mit viel Ablagerung etc. von zwischengeparkten Sachen, sag ich mal einfach so lapperweise, zu tun hatte, kann ich jetzt wieder komplett von oben bis unten fahren und ja, der Fahrspaß ist auf jeden Fall zurück und es wird jetzt auch ja wieder etwas regelmäßiger Videos geben. Das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Wir lassen die Lok einfach nochmal hier abfahren und sagen damit auch Tschüss. Thank you.